Der Unterricht von heute ist, was ist das Thema von heute? Ah, ihr wisst alle Bescheid, Tayammum. Ach, deswegen seid ihr gekommen, deswegen interessiert ihr euch so für das Thema. Immer. Oder jetzt speziell für das Thema gekommen. Oder einfach so. Nee, weil normalerweise das Thema Tayammum, das heißt ja so die Ersatzgebetswaschung sozusagen, könnte man sagen, oder die Ersatzabreibung, die anstelle von Russell oder Wudu vorgenommen wird, ist ja eigentlich ein Thema, wo vielleicht der ein oder andere sagen wird, das Thema ist doch wirklich nicht so wichtig für uns. Wir leben hier in Deutschland, ich bin seit 10 Jahren am Beten, beispielsweise, ich habe noch nie Tayammum machen müssen. Ich beispielsweise, ich bin jetzt seit 2001 im Islam, seit über 8 Jahren, ich habe noch nie in meinem Leben Tayammum machen müssen. In 8 Jahren. Und ich war auch in verschiedenen Ländern gewesen, Saudi-Arabien, Ägypten, Marokko, ja, und in anderen europäischen Ländern sowieso. Aber ich musste noch nie Tayammum machen, weil immer Wasser da ist. Weil heutzutage ist halt diese Infrastruktur bezüglich des Wassers sehr gut vorhanden oder sehr gut ausgebildet. Man hat überall Wasserhähne, man hat überall Toiletten und so weiter. Deswegen sagt sich vielleicht der eine oder andere, warum reden wir über dieses Thema? Wir reden erstmal darüber, weil im Islam reden wir über jedes Thema. Und mein Ziel ist es eigentlich in dieser Unterrichtsreihe, das ganze Fiqh durchzunehmen. Wir haben schon über Izalatul Najasa geredet, Nawaqidul Wudu, Wudu, das Gebet, freiwillige Gebete, Dhikr nach dem Gebet. Und so gibt es verschiedene Kapitel. Und deswegen wollte ich das Kapitel Tayammum machen. Und ich wollte eigentlich, dass Brüder das aufschreiben oder Schwestern das aufschreiben, damit wir später ein Buch daraus machen können. Dass man die Texte abschreibt und dann kann man später ein Buch daraus machen. Man muss natürlich dabei wissen, wenn man einen Text abschreibt, ihr könnt damit gerne anfangen, das wäre eine super Sache. Ihr profitiert selber sowieso davon, weil wenn man etwas aufschreibt, und das ist erwiesen, hat man 90% mehr, also erinnert man sich an 90% mehr, als wenn man es nicht aufschreibt. Insbesondere Leute wie wir, die so aufgewachsen sind. Ich hatte beispielsweise mal kurze Zeit bei einem Scheich studiert, der in Mauretanien studiert hat. In Mauretanien haben die ein anderes System. Die sagen, du darfst nicht aufschreiben während dem Unterricht, weil die sagen, durch dieses Aufschreiben machst du deine Fähigkeit kaputt, durch das Zuhören sofort Dinge zu speichern. Ja, aber ich bin sowieso daran gewohnt, immer alles aufzuschreiben. Aber wie gesagt, in Mauretanien beispielsweise, bei den Schiuch, die sind so eingestellt, dass die sagen, nein, nur zuhören und danach kannst du die Sachen aufschreiben. Damit du trainierst, alleine durch das Zuhören sofort Sachen zu speichern. Und das ist eine Trainingssache. Aber wie gesagt, bei uns ist es schon sehr verkommen, weil wir halt von vornherein immer aufschreiben. Wir gehen einkaufen, benutzen einen Zettel und so weiter. Jedenfalls, ich wollte über alle Fiqh-Themen reden und es wäre schön, wenn Bruder es aufschreiben. Man muss dabei wissen, dass ein schriftlicher Text anders ist als ein mündlicher Text und man muss das dann noch etwas umformulieren. Was sehr wichtig ist, oder warum ich auch eigentlich über Tayammum rede, oder warum ich das trotz alledem als sehr wichtig ansehe, ist, dass wir verstehen, wie die großen Gelehrten des Islam erstens Beweise von Koran und Sunna ableiten. Weil das ist etwas, was wir dadurch verstehen. Es gibt heute viele Leute, die behaupten, ja, ich mache das so, weil ich bin Hanafi oder ich mache das so, weil ich bin Maliki. Aber sie verstehen eigentlich den Madhhab, diesen Weg, den diese Menschen gegangen sind, gar nicht. Weil sie sind darüber nicht informiert. Das ist einfach nur ein blindes Folgen. Und man würde einen großen Nutzen davon haben, wenn man lernt, wie sind diese Menschen überhaupt auf diesen Istinbat, auf diese Ableitung gekommen? Denn wenn wir diese Herangehensweise lernen, und ihr werdet gleich einiges darüber erfahren, kriegen wir ein viel besseres Verständnis für Ayats aus dem Koran und für Hadithe aus der Sunna des Gesandten Allahs, alayhi salatu wassalam. Weil ich will nicht nur einfach erwähnen, wie machen wir das, sondern ich will auch erwähnen, warum machen wir das. Und gibt es Meinungsverschiedenheiten? Warum sagt der eine so, der andere so? Ich habe mich insbesondere an das Buch Majmu' Sharh Muhadhab von Imam Nawawi gewandt, weil er so gut wie alle Meinungen der Madhahib erwähnt und auch die einzelnen Beweise erwähnt.
Ansonsten habe ich mich sehr stark auf das Buch Al-Umda im Hanbali-Madhab fixiert in dieser Sache. Und das, was wir hier machen, ist im Großen und Ganzen basierend auf den Hanbali-Madhab, so wie auch sonst die Unterrichte, die ich bisher in Fiqh-Klassen gemacht habe. Und wie gesagt, ist es dazu da, um zu lernen, wie diese Leute ein Istinbat, eine Ableitung von Koran und Sunna machen. Etwas anderes sehr Wichtiges dabei ist, dass wir wirklich auch Respekt vor anderen Meinungen bekommen. Ich sehe heute wirklich eine große Unwissenheit bezüglich dieser Angelegenheit, auch bei Jugendlichen, in allen Altersklassen. Ja, man sieht beispielsweise, dass irgendjemand in der Moschee sitzt, der das Gebet halt auf die eine oder andere Art gelernt hat. Und dann kommt ein Jugendlicher rein, der anders betet. Man fängt an, ihn auszulachen oder zu beschimpfen oder sagt, das, was du machst, ist falsch und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ein Ausdruck von Jahl Murakkab, von der schlimmsten Art der Unwissenheit. Die schlimmste Art der Unwissenheit ist die Unwissenheit von demjenigen, der sich nicht bewusst ist, dass er unwissend ist. Denn derjenige, der unwissend ist, aber weiß, dass er unwissend ist, der wird seine Meinung nicht rausposaunen. Das zeigt, wir haben einen Mangel an Wissen, deswegen kritisieren wir oft andere Meinungen, obwohl diese Meinungen auch teilweise Hand und Fuß haben könnten. Genauso ist es mit einigen jugendlichen Muslimen, die beispielsweise das Gebet auf eine bestimmte Art und Weise lernen und dann zu ihren Eltern gehen und sagen, das, was ihr macht, ist alles verkehrt. Weil wir haben Hadithe so und so. Er ist sich nicht bewusst, dass es auch noch andere Hadithe gibt. Und ich sage, jeder muss das tun, wo er glaubt, dass er der Sunna am nächsten ist. Aber wir sind nicht dazu befugt oder es ist nicht unser Recht, Leute, die großen Gelehrten folgen, auf teilweise unrespektvolle Art zu kritisieren. Wichtig ist, dass die Menschen, wenn sie einem großen Gelehrten folgen, diesem Gelehrten nicht folgen, weil er der Gelehrte so und so ist, sondern weil sie der Meinung sind, dass er das besser verstanden hat als sie. Das ist eine andere Sache. Deswegen, aber es ist kein Problem, der Meinung von einem Gelehrten in einer bestimmten Meinung zu widersprechen, wenn einem klar geworden ist, dass der Beweis von einem anderen großen Gelehrten, das heißt die Ableitung von Koran und Sunna von einem anderen großen Gelehrten stärker ist. Und das ist etwas, was viele auch nicht verstehen. Ich habe beispielsweise mal eine Fatwa gelesen, wo mir echt die Haare zu Berge standen. Von einem gewissen Mufti aus Südafrika. Der wurde gefragt von einem Mann, der geboren im Hanafi-Madhab ist. Er wurde von ihm gefragt, also von diesem Mann wurde er gefragt über die Situation von ihm, dass er nun in eine Gegend gezogen ist, wo die meisten Gelehrten Schäfi-Gelehrten sind. Und dass er im Moment nur mit den Schäfi-Leuten zu tun hat und dass er die Beweisführung von ihnen stärker findet als bei den Hanafi-Leuten. Ob er den Madhab wechseln darf? Diese Frage war das. Die Frage war nicht gewesen, darf ich von jedem Madhab das Leichteste nehmen? Die Frage war nicht gewesen, kann ich einfach meine eigenen Gedanken in die Religion mit reinbringen? Die Frage war gewesen, kann ich einem anderen Gelehrten folgen, als dem ich vorher gefolgt habe, wenn ich der Meinung bin, dass der andere Gelehrte näher an der Sunna ist? Was muss die Frage sein? Man muss sich jetzt mal vorstellen, vor Allah. Du stehst vor Allah. Allah verlangt von dir, dass du der Sunna des Gesandten Allahs folgst. Er sagt dir aber auch im Koran oder aus der Sunna und aus unserer Erfahrung herauskommt, dass wir nicht in der Lage sind, einfach ein Istinbat zu machen, weil wir einen Vers so oder so verstanden haben. Aber wir sind in der Lage, die Meinung von Gelehrten nachzuvollziehen, wenn sie ihre Meinung mit Beweisen illustrieren. Das heißt, wenn der Gelehrte sagt, so und so und so ist das, weil der Prophet sagt, so und so und so und so und so. Und das ist ein großer Gelehrter wie Imam Malik, Schafi und so weiter. Ja, beispielsweise. So, dann sind wir in der Lage nachzuvollziehen, warum er dies so gesagt hat. Und wenn wir wissen, warum der andere andere Beweise gebracht hat, dann kann man etwas herausfinden, weil die Religion ist keine Zauberei.
Was sagt dieser Mufti zu ihm? Er sagt zu ihm, nein, das ist nicht erlaubt. Wenn man in diesem, wenn du im Hanafi-Madhab geboren bist, dann musst du auch darin sterben. Ich frage mich, wo ist die Grundlage von Koran und Sunna, so eine Aussage zu tätigen? Dieser Mann wird am jüngsten Tag gefragt, wem hast du gefolgt? Wem hast du gefolgt? Er wird sagen, ja, ich habe einfach so das, was meine Eltern gemacht haben, gefolgt. Was steht im Koran? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاؤُنَا. Wenn zu ihnen gesagt wird, kommt zu Allah und kommt zu dem, was Allah herabgesandt hat, kommt zum Gesandten, dann sagen sie, uns genügt, worauf wir unsere Eltern vorgefunden haben. Natürlich ist das jetzt nicht zu vergleichen, ja, ich meine, er folgt nur einem Willen, aber trotz alledem ist eine gefährliche Sache. Das heißt, unsere Maßstab ist immer bei jeder Fiqh-Sache, erstens, wir machen keine eigenen Meinungen, die vorher kein großer Gelehrter der Salaf hatte. Das heißt, die Meinung, das Verständnis, was du hast, muss mit einem großen Gelehrten der Salaf übereinstimmen. Und wir suchen uns nicht überall das Leichteste raus. Jetzt kommen wir zu Tayammum. Weil das ist eine wichtige Grundlage, um tiefgründiges Verständnis zu kriegen. Erstmal, wie fangen die Gelehrten an, wenn sie eine Sache im Fiqh erklären? Sie fangen erstmal mit der linguistischen Bedeutung des Wortes an. Denn die linguistische Bedeutung des Wortes verdeutlicht immer die Bedeutung der Angelegenheit im Schar, in der Scharia, in der islamischen Gesetzgebung. Ja? Wir haben einmal die linguistische Bedeutung und einmal die Scharia-Bedeutung. Beispielsweise As-Salah bedeutet eigentlich Verbindung. Das heißt, es ist eine Verbindung mit Gott. Das heißt, im sprachlichen Sinne Verbindung. Im sprachlichen Sinne Verbindung. Aber in der Scharia bedeutet das, fünfmalige Gebete zu bestimmten Zeiten auf bestimmte Art und Weise. Aber wir wissen jetzt, dass dieses Gebet fünfmal am Tag eine Verbindung, eine besondere Verbindung mit Gott ist. Und so weiter. Was heißt Tayammum? Tayammum heißt Beabsichtigung in der Sprache. Und in der Scharia-Bedeutung heißt das, was? Beabsichtigung von reiner Erde, Kassusai, also das heißt Beabsichtigung von reiner Erde, li istibaha, um das halal zu machen, ma yubihu bihi al-ghusl wal-wudu. Oder Tayammum ist also die Beabsichtigung von reiner Erde, um das halal zu machen, was Ghusl und Wudu halal macht. So. Wir sagen hier nicht anstelle von Wudu und Ghusl, sondern um das halal zu machen, was Wudu und Ghusl hat. Denn die Gelehrten sagen, dass Tayammum nicht dasselbe Urteil hat wie Ghusl und Wudu. Im Sinne von, zum Beispiel, dass wenn du jetzt Tayammum gemacht hast, dass du für jedes Pflichtgebet nochmal Tayammum machen musst. Aber wir werden dann nachher in Schara noch drauf kommen. Jetzt fragen wir natürlich erstmal, wo ist der Beweis vom Koran? Weil das ist die Herangehensweise. Wenn wir sagen, ja, Tayammum gibt es im Islam, wir fragen, wo ist der Beweis vom Koran? Und da haben wir in Sure 5, Vers 6 den berühmten Vers. Ja, ayyuhal ladhina amanu, o die ihr glaubt. Idha kumtum ila salati, faghsilu wujuhakum. Wenn ihr zum Gebet kommt, so wascht eure Gesichter. Und dann, wa aydiyakum ila al-marafiq, und eure Hände bis zu den Ellenbogen. Wamsahu bi rusikum, und streicht über eure Köpfe. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, und eure Füße bis zu den Knöcheln. Ja? Und dann sagt er, wa in kuntum junuban fatahharu. Und wenn ihr Junub seid, das heißt große rituelle Unreinheit, zum Beispiel nach dem Geschlechtsverkehr, so fatahharu. Mit Taharu ist hier Rüssel gemeint, dass man die große Unreinheit wegmacht. Taharu heißt eigentlich reinigen. So. Dann sagt er weiter, in kuntum marda, au ala safarin, au ja ahadu minkum il ghaid, au lamastum nisa. Das heißt, und wenn ihr krank seid, oder auf der Reise, oder einer von euch kommt vom Abort, Toilette, oder ihr habt die Frauen berührt, فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا. Und ihr findet dann kein Wasser. Das heißt, du bist auf der Reise
oder du findest kein Wasser oder du bist krank. Das heißt, sie werden zwei Bedingungen gemacht. Du bist krank, kannst kein Wasser benutzen. Oder du bist auf der Reise, du hast kein Wasser, beispielsweise. Ja? Und dann hast du die Frauen berührt, ja? Zum Beispiel Geschlechtsverkehr gehabt, oder berührt mit Lust, oder du kommst von Abort. So, was machst du dann? Jetzt hast du kein Wasser. فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. So beabsichtigt reine Erde. Dann sagt er, فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ. Dann streicht damit über eure Gesichter. وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ. Und eure Hände. Und eure Hände damit. Das heißt, mit dieser Erde streicht ihr über die Gesichter und über die Hände. Das heißt, hier haben wir jetzt erstmal auf jeden Fall den klaren Beweis für Wudu. Man könnte auch raus verstehen, dass Furusl für die große Unreinheit, weil da vorher erwähnt wird, und je nachdem, wie wir verstehen, oder wenn ihr die Frauen berührt habt. Aber wir haben auch noch klare Beweise, dass es für den Junub, für den, der in der großen rituellen Unreinheit ist, dass es für den auch gilt. Und zwar der Hadith von Amr ibn Yasir, und der Hadith ist im Bukhari. Amr ibn Yasir ist aufgewacht, hat kein Wasser auf der Reise und er wusste nicht, was er machen soll. Dann hat er sich in der Erde gedreht, also im Staub gewälzt sozusagen, und dann hat er danach gebetet. Und dann hat der Prophet a.s. gesagt, innama yakfika hakava. Er hat gesagt, es hätte dir das gereicht. Und er schlug einmal auf den Boden und strich dann über sein Gesicht und über seine Hände. Das hätte dir gereicht. Also das heißt, du brauchst dich nicht im Staub zu wälzen, sondern dir reicht schon ein Schlag, Gesicht und die Hände. Das hätte dir gereicht. Das ist der Hadith im Bukhari. So. Wenn wir den Hadith erwähnt haben, dann kommen wir direkt zu Sifatu Tayammum. Weil hier gibt es die ersten Meinungsverschiedenheiten. Sifatu Tayammum bedeutet, wie macht man Tayammum? Ich habe gerade gezeigt, ja, wie es in diesem Hadith, der authentischste Hadith in diesem Bab ist, gemacht wird. Ein Schlag und über das Gesicht und über die Hände. Das ist die erste Meinung. Jetzt gibt es zwei Ikhtilaf in dieser Sache. Eigentlich sogar drei. Und ich muss sagen, Tayammum ist eines der Kapitel, wo es vielleicht die meisten Meinungsverschiedenheiten gibt. Warum erwähne ich die Meinungsverschiedenheiten? Warum erwähne ich die? Damit wir auch Respekt vor der Meinung anderer Gelehrter bekommen. Weil ansonsten bringe ich euch jetzt das bei, was der Hanbali-Madhab sagt. Und dann kommen die in die türkische Moschee und dann machen die es dort anders und dann sagt ihr, ey, ach, die haben gar keine Ahnung und so weiter und so fort. Oder wenn die in der türkischen Moschee beispielsweise sagen, also bei Hanafiten, ich habe jetzt türkische Moschee nur als Beispiel gegeben, weil wir viele türkische Moscheen haben, die sagen dann, weil vielleicht da jemand ist, der den Hanbali-Madhab nicht kennt, der sagt, du machst das falsch, dann kannst du ihm sagen, bei uns im Madhab ist das so. Und aus dem und dem Grund, weil Amr ibn Yasir in Bukhari hat so gemacht und so. Jetzt gibt es einen anderen Hadith, der ist in Daraqutni. Dort wird gesagt, dass der Prophet a.s. gesagt hat, At-Tayammumu Darbatan. Der Tayammum sind zwei Schläge. Darbatun lil-Wajh, also zwei Schläge. Ein Schlag für das Gesicht. Und ein Schlag für die Hände bis zu den Ellenbogen. Das heißt, hier ist der Unterschied. Wo? An zwei Stellen. Erste Stelle, zwei Schläge. Zweite Stelle, dass die Hand bis zu den Ellenbogen gemacht wird. Und von den Gelehrten der vier Madhahib sagt Al-Shafi'i und Al-Hanafi, dass es bis zu den Ellenbogen gemacht werden muss. Ja. Und Maliki sagt, ist es Sunnah. Es ist besser bis hierhin zu machen, aber bis hierhin reicht. Und bei Hanbali, die sagen, die Sunna ist bis hierhin, aber es ist auch erlaubt, weiterzumachen. Ja? Aber zum Beispiel Imam Shafi'i sagt im Buch, obwohl er auch Shafi'i, Imam Nawawi, obwohl er Shafi'i-Madhab ist, sagt im Buch Majmu Shar Muhadhab, eines der klassischen Fiqh-Bücher im Shafi'i-Madhab,
sagt er das eigentlich von der klarsten Aussage her, die stärkste Aussage, das ist mit Amr ibn Yasir. Also das eigentlich von der wortwörtlichen Bedeutung her das gemeint ist, was der Hanbali-Madhab auch sagt. Hier ist es allerdings so, was machen wir jetzt mit dem Hadith, der sagt, At-Tayammum darbatan, darbatun lil-wajh wa darbatun lil-yadayn ilal-mirfakayn. Tayammum sind, der Hadith in Darakutni, sind zwei Schläge, ein Schlag fürs Gesicht und ein Schlag von den Händen bis zum Ellenbogen. Dieser Hadith ist unauthentisch. Ist ein unauthentischer Hadith. Und andere Gelehrte haben ihn akzeptiert, weil es verschiedene Wege gibt und so weiter. Das heißt, das ist hier keine so einfache Angelegenheit, wo wir sagen, ja, der ist falsch und der ist richtig und der ist falsch und der ist richtig. Ja, weil wir erleben es heute des Öfteren, dass auch jüngere Brüder jemanden sehen, wie er etwas macht und dann dort sagen, ah, das ist falsch und das darfst du so nicht machen, das ist bitter. Wie gesagt, keiner von den vier Gelehrten hat gesagt, das ist bitter, bis hierhin zu machen. Keiner hat das gesagt. Ja, und wir wissen auch, so, dass sie das untereinander auch respektiert haben. Und inshallah ist die stärkste Meinung, weil das der stärkste Hadith ist, die Meinung von Amr ibn Yasir. Aber wenn wir jetzt jemanden sehen, der Maliki Madhab ist oder Hanafi Madhab oder Shafi Madhab ist und er macht dann jetzt bis hierhin und nimmt zwei Schläge, dann sagen wir auch nicht, was bist du für ein Mubtadi, du machst total falsch und hin und her. Weil das ist die falsche Herangehensweise. Deswegen habe ich vorher gesagt, wir lernen diese Sachen auch, damit wir Respekt lernen vor den anderen Leuten zu haben. Jetzt, nehmen wir mal an, das, was Imam Ahmed gesagt hat, ist falsch. Nehmen wir das mal an, bei Gott. Dann haben wir aber das getan, womit wir, was wir mit unserer Fähigkeit, mit unserem Vermögen, was Gott uns gegeben hat, erreichen konnten. Das heißt, wovon wir Wissen bekommen konnten. Und Gott wird unsere Gebete annehmen in dieser Sache. Alhamdulillah. So, jetzt etwas anderes. Wir sehen also jetzt, die Säulen des Tayammum sind erstens, dass das Gesicht gewaschen wird, das heißt gewaschen, dass über das Gesicht gestrichen wird. Zweitens, dass über die Hände gestrichen wird. Drittens, dass das Gesicht vor den Händen gemacht wird. Denn der Hadith sagt ganz klar, sagt dieser der Ayat im Koran, فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ. Das heißt, er nennt zuerst das Gesicht, dann die Hände. Dann, dass dies hintereinander sofort geschieht. Nicht, dass ich jetzt das Gesicht mache und in einer halben Stunde mache ich die Hände. Dies sind die Arkan von Tayammum im Hanbali-Madhab. Die Säule, die sind die Dinge, die gemacht werden müssen. Ist bisher alles verstanden? Ja? Bei dir auch? Alles okay? Was, mich? Ja, du guckst mich so... Nee, ich höre dir zu. 36. Ja. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Also bisher ist alles angekommen, was ich gesagt habe. Ja, alles verständlich, alles... Okay, gut. Jetzt fragen wir, wann ist Tayammum erlaubt? Wann ist das erlaubt? Wir haben eben schon den Hadith genannt, den Ayat genannt. Der Ayat sagt, vielleicht könnt ihr euch erinnern, welche zwei Dinge werden in dem Ayat genannt oder eine Sache wird eigentlich genannt, wann man Tayammum machen kann? Ich wiederhole den Ayat nochmal, ja? Ya ayyuha alladhina amanu, idh kumtum ila salati, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila marafik. وَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَحَرُوا. Das ist der erste Teil. Und jetzt geht's weiter. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْدَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْغَائِطُ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ. Ja, das heißt, er sagt, wenn ihr krank seid oder auf der Reise und ihr habt die Frauenbrüder kommen vom Abort, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, und ihr findet kein Wasser. فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا. Also wann darf man das machen? Wenn man Geschlechtsverkehr hat oder... Ja, okay, aber da muss ich ja Wasser machen. Also das hat jetzt nichts mit Tayammum zu tun. Wenn man kein Wasser findet. Genau, wenn man kein Wasser findet. Und da wird davor noch etwas anderes genannt. Die Safar, die Reise wird genannt, weil das eines der üblichen Situationen damals war, wo man kein Wasser findet auf der Reise. Okay? Also wenn man kein Wasser findet oder... Was ist da noch? Wenn ihr krank seid. Das heißt, wenn du durch das Wasser geschädigt werden würdest, ja, so.
Es gibt also drei Dinge. Erstens, es muss ein Entschuldigungsgrund da sein. Dieser Entschuldigungsgrund ist entweder, dass kein Wasser da ist, mit den Unterkategorien, oder Krankheitsgründe. Ich komme gleich auf die einzelnen Dinge zu. Dann, dass der Eintritt der Zeit vom Gebet da ist. Das heißt, Tayammum, nur Abu Hanifa sagt, kann man vorm Eintritt der Zeit machen. Das heißt zum Beispiel, Dhuhr ist um 13.45 Uhr, fängt Dhuhr an, und ich mache jetzt um 13.30 Uhr Tayammum. Der Einzige, der das erlaubt, ist Abu Hanifa. Die anderen sagen, nein, erst nach dem Eintritt der Zeit. Dritte Sache ist, dass du die Niyya haben musst. Und die Niyya hier muss für diese spezielle Sache sein. Wenn du zum Beispiel die Niyya für ein freiwilliges Gebet hast, kannst du mit dieser Niyya kein Pflichtgebet beten. Weil diese Sache eine Ruchsa ist, eine Erleichterung. Und wir haben eben die Definition gehabt, es ist nicht dasselbe Urteil wie bei Wudu, sondern es ist nur eine Ersatzabreibung. Deswegen, wenn du die Niyya hast für ein Fardgebet, kannst du damit die Sunna-Gebete auch beten. Aber wenn du die Niyya hast für ein Sunna-Gebet, kannst du nicht die Fardgebete beten. Dann, wenn du jetzt beispielsweise das gemacht hast mit der Niyya, das kann man auch machen mit der Niyya für Geschlechtsverkehr. Denn die Frau, bei der ihre Tage aufgehört haben, die muss Russel machen, bevor sie mit ihrem Mann schlafen darf. Und wenn sie jetzt kein Wasser findet, dann kann sie, oder weil sie krank ist, das Wasser würde sie schaden, da kann sie Tayammum machen und mit ihrem Mann schlafen. So, man kann auch Koran lesen, kann man auch nicht, wenn man Junub ist. Wenn ich jetzt beispielsweise Koran lesen kann man nicht, wenn man Junub ist, aber wenn man eine Frau ist, ja, und man hat die Frau hat ihre Tage, und die Frau fürchtet etwas vom Koran zu vergessen, weil die Tage eventuell 7 Tage, eventuell sogar mehr dauern, dann kann sie Koran lesen, sie soll den Mushaf aber nicht berühren. Ja? In diesem Fall, bei dem der Junub ist, das heißt, der durch Geschlechtsverkehr verunreinigt ist, jetzt ist es etwas anderes. Weil er kann theoretisch eine Dusche nehmen oder Tayammum machen und ist gereinigt. Jetzt, wenn jetzt derjenige, der Tayammum gemacht hat, weil er Junub war, er hat also Geschlechtsverkehr gehabt mit seiner Frau, jetzt möchte er Koran lesen. Nicht den Mushaf anfassen, weil den Mushaf darf man nur anfassen, wenn man Wudu hat. Aber Koran lesen kann man ohne Wudu. Jetzt, der Beweis dafür ist, dass der Prophet, nachdem er geschlafen hat, von Surat Ali Imran gelesen hat. Ja? Jetzt. Und wenn man geschlafen hat, wissen wir, dann hat man Wudu verloren. Jetzt, nochmal darauf zurückzukommen. Jemand hat beispielsweise Geschlechtsverkehr gehabt mit seiner Frau. Jetzt möchte er Koran lesen. Er hat kein Wasser. Er macht Tayammum, liest Koran. Er zitiert, nicht den Mushaf in der Hand halten, sondern er zitiert nur. Zum Beispiel Ayat al-Kursi. Er will Ayat al-Kursi lesen. Vielleicht, weil er auch schlafen gehen will. Jetzt hat er gerade Tayammum gemacht und jetzt, bevor er anfängt, den Koran zu lesen, was passiert? Er lässt Luft raus. Das heißt, er verliert Wudu. Aber Russel nicht. Was haben wir gesagt? Er kann Koran lesen, wenn er den Junub-Zustand nicht hat. Das heißt, er kann dann Koran lesen. Ist das verstanden? Alles verstanden? Okay. Jetzt kommen wir zu diesen Punkten. Es waren also drei Sachen. Erstens, Entschuldigungsgrund, entweder Krankheit mit den Unterkategorien oder dass kein Wasser vorhanden ist. Zweitens, Eintritt der Zeit. Drittens, die Niyya, spezielle Niyya. Ja. Jetzt fangen wir an. Erstens, Krankheit, gibt es verschiedene Situationen. Erstens, die pure Krankheit. Wenn er das Wasser nimmt, wird die Krankheit verschlimmern, beispielsweise. In diesem Fall kann er ohne Bedenken Tayammum machen. Er schlägt über das Gesicht und über die Hände. Ja? Zweite Sache, Kälte. Er hat Angst, dass er durch die Kälte, dass die Krankheit verschlimmert wird oder dass er sogar stirbt oder dass die Heilung
aufgehalten wird. Weil es unheimlich kalt ist und das Wasser besonders kalt ist. Hier sagen übrigens die Gelehrten, wenn man die Möglichkeit hat, das Wasser zu erhitzen, ist es nicht erlaubt, Tayammum zu machen. Weil es gibt viele Leute, die das sehr leicht nehmen. Ja, und ich habe das selber schon erlebt in Marokko. Die haben beispielsweise, da gibt es einige Brüder, natürlich nicht alle, habe ich gesehen, die schlafen mit ihrer Frau in der Nacht. Und morgens machen die Tayammum, weil es zu kalt ist. Das sind vielleicht 5 Grad oder so, ja. Und der hat einen Wasserkocher da, der kann das Wasser heiß machen. Ja, das kann man nicht machen. Das ist übertrieben. So, das heißt bei Kälte. Der Beweis dafür ist der Hadith von Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ist Junub geworden und er hat gesagt, er hat dann Tayammum gemacht und hat vorgebetet vor den Menschen. Das zeigt erstmal, dass derjenige, der Tayammum hat, auch vor den Leuten beten kann, die Wudu gemacht haben. Warum hat er Tayammum gemacht? Weil er hat gesagt, wenn ich Ghusl gemacht hätte, der Prophet hat ihn gefragt, hast du mit den Menschen gebetet und du warst Junub? Du warst im Zustand der großen rituellen Unreinheit. Und dann sagte er, hat er den Vers erwähnt vom Koran, dass man sich nicht selber zugrunde richten soll. Hat der Prophet gelacht und er hat ihm nicht gesagt, er soll das Gebet wiederholen. Was heißt das? Das heißt, dass das Gebet gültig ist. Weil ansonsten hätte der Prophet a.s.w. gesagt, du musst das Gebet wiederholen. Der Hadith von Amr ibn al-As. Ja? Hier ist jetzt Folgendes. Erstens, wir lernen hier raus, dass bei Kälte, bei der Angst, dadurch Schaden zu erhalten, wenn man zum Beispiel Russel macht, bei Wudu ist die Sache ja sowieso nicht gegeben, dass man Angst hat, man wird krank dadurch, dass man dann Tayammum machen kann. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass derjenige, der Tayammum hat, vor Leuten beten kann, die Wudu, normale rituelle Reinwaschung gemacht haben, durchgeführt haben. Ja. So. Und die dritte, was wir erwähnen müssen, ist, das ist ein Hadith, Sunnah Ikrari. Denn wir haben einmal Sunnah Qawli, Sunnah Fi'li oder Amali und Sunnah Ikrari. Einmal vom Wort her, wenn der Prophet sagt, du musst das so und so machen. Einmal von der Tat her, ich habe den Propheten a.s.w. gesehen, wie er dieses oder jenes gemacht hat. Und einmal Ikrari, dass er einer Sache zugestimmt hat. Und hier in dieser Sache hat er zugestimmt. Dann, der nächste Punkt ist, bei Wunde oder Verband. Bei Wunde oder Verband. Hier. Bei Wunde oder Verband, was machen wir da? Er hat jetzt eine Wunde, an diese Wunde darf kein Wasser kommen. Oder der hat einen Gips und der ist Junub. So. Der kann ja jetzt schlecht mit dem Gips, da kommt ja kein Wasser dran. Und er kann den Gips auch nicht abnehmen oder den Verband nicht abnehmen. Der hat eine Wunde, ein Gips. Guck mal, und daran sieht man noch etwas, wie die Fuqaha wirklich nichts ausgelassen haben. Die haben über das kleinste Detail, über die kleinste Möglichkeit gesprochen, die irgendwie vorkommen könnte. Guck mal, uns ist noch nie vorgekommen, dass wir Tayammum machen mussten. Die haben sogar schon darüber geredet, was ist mit demjenigen, der eventuell einen Gips hat oder eine Wunde hat und da kann kein Wasser dran kommen. Obwohl normalerweise es in den meisten Fällen gar kein Problem ist, wenn Wasser an eine Wunde kommt. Ja, so. Was sagen Sie in diesem Fall, wo das Wasser nicht an die Wunde kommen darf? Denn das heißt nicht hier, ich habe hier einen kleinen Fleck. Oh, weil manche Leute sind heute so, die haben hier einen kleinen Fleck, da machen die Tayammum. So, hier gibt es erstmal verschiedene Meinungen. Wieder. Weil dieser Fall ist in der Zeit des Propheten a.s. nie vorgekommen. Es kam nie vor, dass jemand in diesem Fall beispielsweise ein Verband oder sowas hatte und deswegen haben wir keinen klaren Hadith, der sagt, so und so und so musst du es machen. Jetzt gibt es unterschiedliche Meinungen, wie zum Beispiel Imam Malik und so weiter, die sagen, er macht nur Tayammum. Er macht nur Tayammum. Imam Ahmed ibn Hanbal sagt, er wäscht alles von seinem Körper, außer diese Stelle. Diese Stelle, wenn das ein Verband ist, macht er mit Wasser Mess drüber, wenn er kann. Und dann macht er nochmal Tayammum. Mess drüber streichen. Das heißt nicht waschen,
sondern so leicht drüber streichen mit so ein bisschen Wasser, wie du über den Kopf, du wäschst den Kopf ja nicht beim Wudu, ja, sondern du streichst ja mit Wasser drüber. Wenn du kannst, streichst du drüber und dann machst du nochmal Tayammum. So. Warum sagen die anderen nein, nur Tayammum? Weil sie sagen, man kann das, wie sie sagen, der Russel ist sowieso ungültig. Weil Russel gilt nur, wenn jede Stelle vom Körper gewaschen wurde. Das heißt, hier zu waschen, da zu waschen, nützt dir sowieso nichts, sagen sie, wenn du diese Stelle hier, beispielsweise, ich gebe nur das als Beispiel, damit wir es verstehen, nicht waschen kannst. Nützt nichts. Es nützt nichts. Es gibt übrigens einen Hadith, wo jemand eine Wunde hat und dann angeblich gestorben wäre. Der Hadith ist nicht authentisch. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Der eine Wunde gehabt hätte und wäre dann gestorben, hätte der Prophet gesagt, es hätte gereicht für ihn Tayammum zu machen. Der Hadith ist nicht authentisch. Deswegen, ansonsten würden wir damit argumentieren. Hier. Jetzt. Dann sagen sie, es gibt keine Verbindung, kein Jam'a. Man kann das nicht zusammenbringen. Tayammum und Russel. Das heißt, was machen wir? Es ist eine Krankheit und du hast Angst durch das Wasser, dass Schaden entsteht. Also machst du nur Tayammum. Die Hanbaliten sagen, argumentieren mit einem Koranvers. Sie sagen, Allah sagt im Koran, Wattaqullah mastata'tum. Fürchtet Allah so gut, wie ihr könnt. Das heißt, wir fürchten Allah so gut, wie wir können. Wir waschen alles, wo Wasser drankommen kann. Und das, wo kein Wasser dran kommt, machen wir Mess drüber. Und zur Sicherheit machen wir auch nochmal Tayammum. Es gibt sogar einige Gelehrte, die sagen, der macht Russel nur an dieser Stelle. So, und der lässt die eine Stelle aus. Aber Ahmed Hanbal, die sagen, wir gehen auf Nummer sicher. Da haben wir alles gemacht. Wenn das Russel nicht funktioniert, dann hat das Mess funktioniert. Wenn das alles nicht funktioniert, dann haben wir Tayammum gemacht. Du bist also auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Alhamdulillah. So. Alhamdulillah. So, jetzt. Das waren erstmal die Dinge bei der Krankheit, ja? Jetzt kommt das nächste. Was war das gewesen? Wir haben gesagt, einmal bei Krankheit und einmal bei, was waren die Entschuldigungsgründe? Wenn kein Wasser da ist. Reise. Nee, ich habe gesagt, was haben wir über Reise gesagt? Was habe ich über Reise gesagt? Die Reise wird erwähnt, weil das einer der Punkte ist, wo das Wasser meistens fehlt. Aber die Reise an sich ist kein Grund, Tayammum zu machen. Wenn du auf der Reise bist und du hast Wasser, musst du Wudu machen. So. Kommen wir jetzt zu. Sehr gut, dass du es fragst. Der Bruder hat gefragt, wie ist es, wenn man nur Trinkwasser hat? Eine Flasche Wasser, man braucht das Wasser, man hat Angst, Durst zu bekommen oder zu verdursten oder man hat Angst, man braucht dieses Wasser zum Trinken und man hat es dann nicht mehr, okay? Fangen wir an. Erstmal fehlendes Wasser. Erstmal angenommen, wir haben überhaupt gar kein Wasser. Dann ist klar, wir machen ganz normal Tayammum. Egal, ob du Junub bist und egal, ob du also Junub in großer ritueller Unreinheit bist oder ob du Wudu brauchst. Was heißt die große rituelle Unreinheit? Hadathul Akbar. Kleine rituelle Unreinheit? Hadathul Asrar. Ja. Kleine rituelle Unreinheit. So, jetzt. So, was ist jetzt, wenn man Wasser hat, aber man hat das Wasser nur für einige Körperteile? Das reicht nicht, um vollkommen Wudu zu machen. Um voll Russel zu machen oder voll Wudu zu machen. Zum Beispiel, du musst Wudu machen, aber du hast nur für einen Arm so viel Wasser. Im Koran steht, wenn du kein Wasser hast, wenn du kein Wasser findest, ich finde ja Wasser, könnte man jetzt sagen. Dann sagen wir, hier ist dieselbe Deutung, ich finde kein Wasser für den anderen Arm. Das heißt, Wasser fehlt. Ja, Wasser fehlt. Das Wasser fehlt zwar nicht für diesen Arm, aber für diesen Arm fehlt es. Und Wudu gilt nicht, wenn ich nur einen Arm gemacht habe. Hier gilt wieder genau dasselbe, was wir eben erwähnt haben. Was? Diese Meinungsverschiedenheit. Was zum Beispiel Imam Malik, Shafi'i und Hanafi und was dagegen Ahmed im Hanbal sagt. Hier sagen die Hanafiten und die Malikiten sagen, der macht nur Tayammum. Bei ihnen in bevorzugter Weise Gesicht. Zweiter Schlag. Arme. Ja? Die Hanabila sagen, nein, Itakullah mastata'tum, du wäschst das von deinem Körper, was du waschen kannst. Das heißt, wenn du so viel Wasser hast und kannst alles waschen, du wäschst bis zum letzten, und den letzten Fuß kannst du nicht waschen, du wäschst deinen Körper und danach machst du Tayammum. Das sagen die Hanabila.
Jetzt. Okay, ist das angekommen? Alles verstanden bisher? Gibt es Fragen dazu? Okay. Jetzt kommt die nächste Sache, das hat er eben gefragt. Angst vor Durst. Was ist, wenn ich Angst habe, dass ich Durst bekomme? Ich habe Wasser bei mir, aber ich rechne damit, dass ich das trinken muss und ich brauche das zum Trinken. Und habe Angst, dass mein Leben dadurch gefährdet wird wegen dem mangelnden Wasser oder meine Gesundheit beeinträchtigt wird. Was ist dann? Das ist genau dasselbe, als wenn das Wasser fehlt. Verlem Tejiduman, du findest kein Wasser, denn dir fehlt das Wasser für das Wudu, weil du brauchst es für etwas Wichtigeres. Und das ist die Erhaltung deines Lebens und deiner Gesundheit. Okay? Weil es eine Notwendigkeit ist, Wasser zu trinken. In diesem Fall, wenn du zum Beispiel so viel Wasser hast, was du unbedingt zum Trinken brauchst, und du hast dann, ja, wenn du so viel Wasser hast, was du zum Trinken brauchst, dann kannst du auch Tayammum machen. Genauso, wenn du Bahima dabei hast, Vieh, und du hast das Wasser für dieses Vieh dabei. Du hast Angst, dass das Vieh sonst verdurstet. Weil das dein Vermögen ist, in diesem Fall hast du auch die Ausrede, dass du Tayammum machen kannst. Deswegen, wenn jetzt jemand sagen würde, zum Beispiel die Hanabida-Meinung, die wir eben genannt haben, du musst das Wasser benutzen, so gut du kannst, und dann machst du auch für den Rest Tayammum, da könnte ja jemand sagen, ja, was ist, wenn ich das Wasser nachher trinken muss? Wenn du es trinken musst, geht sowieso, gehen wir in die andere Kategorie rein, dass du das Wasser brauchst, für deinen Durst zu stillen, okay? Dann haben wir Eintritt der Zeit, haben wir schon erwähnt. Die Zeit muss eingetreten sein. Und drittens, die Niyya muss vorhanden sein. Wenn ich ein Pflichtgebet, die Niyya zu einem Pflichtgebet habe, kann ich so viele Nawafil beten, die dazugehören. Aber wenn ich für ein Nawafil speziell, für ein freiwilliges Gebet speziell die Niyya beabsichtige, kann ich damit danach keine Pflichtgebete machen. Okay. So, dann. Nawakidu Tayammum. Was bricht Tayammum? Was bricht Tayammum? Erstmal alle Dinge, die Wudu brechen. Brechen auch Tayammum. Man muss es nochmal neu machen. Zweitens, das Finden von Wasser. Das Finden von Wasser bricht Tayammum. Was ist jetzt beispielsweise, wenn du Tayammum gemacht hast und bis du zum Gebet gehst, auf einmal findest du kurz vor dem Gebet Wasser? Was machst du dann? Ist Tayammum gebrochen, du musst Wudu machen. Weil, Allah sagt, wenn ihr kein Wasser findet, aber du hast ja Wasser gefunden. Was ist jetzt, wenn ich nach dem Gebet Wasser finde? Nach dem Gebet. Nochmal Wudu machen beten? Nee, dann ist okay. Dann denke ich auch, ist okay. Dann ist es okay, du hast gebetet. Es gibt ein Hadith, wo zwei Sahabis nach dem Gebet Wasser gefunden haben. Die haben schon mit Tayammum gebetet. Ja. Und da meinte der eine, der hat das nachgebetet, hat nochmal Wudu gemacht, nachgebetet, der andere nicht. Da meinte der Prophet, was dich angeht, du hast die Sunna getroffen. Der also nicht nochmal neu gebetet hat. Und was dich angeht, der hat nochmal neu Wudu gemacht, neu gebetet, du hast doppelten Lohn. Aber er muss das nicht nachbeten. Ja. Was ist denn jetzt während dem Gebet? Während dem Gebet kommt jemand, ja, mit Wasser. Er sagt, hier, ich habe Wasser gefunden und du stehst schon im Gebet. Es ist eine Meinungsverschiedenheit. Weil eine große Meinungsverschiedenheit. Auch bei der einen Sache nach dem Gebet und so sagen einige, es ist erwünscht, nochmal neu zu beten. Die stärkste Meinung ist, was ich gerade genannt habe, wegen diesem Hadith, ja. Dass man sagt, du musst es nicht nachbeten. Was vor dem Gebet angeht, Wasser zu finden, ist klare Sache. Du musst auf jeden Fall. Jetzt sind wir in dem Gebet. Da sagen einen, du kannst nicht einfach aus dem Gebet raus. Die anderen sagen, nee, der Hadith sagt, du findest kein Wasser. Du hast jetzt Wasser im Gebet gefunden. Und das ist diese Meinungsverschiedenheit. Hier sagen die Gelehrten, die sagen, darfst nicht rausgehen. Die Zeit, das Wasser zu haben, zu bekommen, ist vor dem Gebet. Das ist die Zeit. Wenn du im Gebet bist, ist die Zeit vorbei. Das heißt, du musst das nicht nachholen. Und da gibt es, wie gesagt, in dieser Sache gibt es sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Thori, Abu Hanifa und Ahmed, die sagen, du musst also abbrechen und Wasser nehmen. Und Schäfer und Malik, die sagen, nein, du betest weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also in dieser Meinung,
da würde ich eher dazu tendieren, was die anderen sagen, weil du darfst normalerweise nicht aus dem Gebet raus, alles auf einen Darura. Und die Zeit für Tayammum, für die Reinheit, für Tayammum ist vor dem Gebet, das zu machen. Und nicht danach. Aber hey, inshallah, wie gesagt, aber daran sieht man wieder, dass nicht alles Schwarz-Weiß-Malerei ist, sondern dass also auf ich die Herd von Gelehrten basiert, ja. So. Dann natürlich Khurujul Waqt, bricht auch der Tayammum. Wenn du ein Pflichtgebet gebetest und du kommst in die Zeit des anderen Pflichtgebets rein, wir haben gesagt, für jedes Pflichtgebet musst du neu Tayammum machen. Kann mir einer einen Schluck Dings einschütten, bitte? Ich habe ein bisschen Durst. Wenn man aber jetzt zum Beispiel einen Laden findet, wo es reichlich Wasser zu kaufen gibt, dann hast du ja Wasser. Hast du ja Wasser gefunden? Allgemein, Wasser finden ist ja egal. Du hast kein Geld. Das ist wieder was anderes. Du kannst ja nicht klauen. Aber das ist auch wichtig, gut, dass ihr das sagt. Die Brüder haben gerade gefragt, was ist, wenn man einen Laden findet, wo es Wasser gibt? Dann hast du Wasser gefunden. Dann hast du Wasser gefunden, dann musst du es machen. So, dann hat er gefragt, was ist, wenn man kein Geld hat? Wenn man kein Geld hat, dann hast du kein Geld gefunden. Dann hast du kein Wasser gefunden, weil das Wasser ist nicht dir. Der Besitzer des Wassers ist jemand anderes. Aber es gibt sogar Gelehrte, die sagen, wenn das Wasser überhöhte Preise hat, kannst du Tayammum machen. Gibt es, sagt der Hanbali-Madhab, die sagen das. Wenn das Wasser überhöhte Preise hat, ja, muss es nicht, aber also hier würde ich eher dazu tendieren, das Wasser zu kaufen. Aber nehmen wir, du hast kein Geld. Aber was wichtig ist, ist, man soll Wasser fordern. Man soll jemanden fragen, ob er Wasser für einen hat. Das ist auch nochmal wichtig. Ja. So jetzt, das war noch Walk to Tayammum. Jetzt kommen wir noch zu einer anderen Sache. Was ist denn jetzt, wenn du vergessen hast, dass du Wasser hast? Du hast gebetet mit Tayammum und danach fällt dir ein, ey, warte mal, ich habe da bei mir im Kofferraum, habe ich doch eine dicke Gallone Wasser. Was ist dann? Wenn man schon gebetet hat, dann haben wir vorhin gesagt, das brauchen wir nicht nochmal. Ja, aber vorhin hattest du kein Wasser. Jetzt hattest du Wasser und hast es vergessen. In diesem Fall musst du das Gebet neu machen. Genau wie jemand, der vergessen hat, dass er Najasa an seiner Kleidung hat, und hat mit dieser Kleidung gebetet. Er muss das Gebet nochmal neu machen. Wenn zum Beispiel jemand betet, ja, und er hat vergessen, dass er an seinem Körper an einer Stelle eine Najasa hat, dann muss er danach das Gebet nochmal neu machen. Weil die Vergesslichkeit schützt in dieser Sache nicht davor. Wenn das Wasser unrein ist, dann hat er kein Wasser gefunden. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, was er stellt. Weil er sagt, ja, guck mal, wir haben jetzt unreines Wasser oder wir haben Orangensaft, Coca-Cola. Soll ich dann lieber Tayammum machen oder soll ich lieber Coca-Cola benutzen oder Wein benutzen oder irgendwas? Die Sache ist ganz klar. Der Hadith, Allah hat die Erleichterung gegeben. Wir wissen, das, was reinigend ist, ist das Wasser, das rein ist. Allah sagt nicht, wenn ihr kein Wasser findet, dann benutzt Milch. Oder wenn ihr kein Wasser findet, dann benutzt Coca-Cola. Oder wenn ihr kein Wasser findet, dann benutzt irgendetwas anderes. Sondern die Sache ist ganz klar. Der sagt, wenn ihr kein Wasser findet, dann reine Erde. Abu Hanifa selber sagte, dass man auch Nabith, also Wein, benutzen kann. Aber Imam Tahawi, der ein großer Hanafi-Gelehrter ist, er sagt, nein, das geht nicht. Zum Beispiel für Izalatu Najasa sagt er, man kann das benutzen, aber das ist eine Meinung, wo ihm alle Gelehrten, andere Gelehrten widersprechen. Das heißt, die Flüssigkeit alleine, es gibt drei Arten von Flüssigkeiten. Einmal, die reinigen die Flüssigkeit, das reine Wasser. Dann die reine Flüssigkeit, die aber nicht reinigend ist. Zum Beispiel hier, Cola ist eine reine Flüssigkeit, aber reinigt nicht. Milch ist eine reine Flüssigkeit, aber reinigt nicht. Und dann gibt es verunreinigende Flüssigkeiten. Zum Beispiel Urin. Wenn du Urin an deinen Körper kriegst, ist der Körper die Kleidung verunreinigt. Reinigt also nicht. Also das ist eine super Frage gewesen. Deswegen ist das cool, dass wir das so machen, Alhamdulillah. Jetzt stellen wir die Frage, womit machen wir Tayammum? Ich habe immer noch nichts getrunken.
stelle mir die Frage, womit machen wir Tayammum? Was steht im Koran? فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. Dann macht Tayammum, ja hier, wie es auf Deutsch steht, so wendet euch dem guten Erbun zu und streicht damit, ja, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ. So streicht damit, und dann sagt er, minhu, mit dieser Erde, über euer Gesicht und über eure Hände. Und Hände kann das bedeuten, Hände kann das bedeuten, ja. Wie gesagt, was haben wir gesagt, was sagen die Hanabila, was sagen die? Die sagen bis hier. Maliki sagt auch, man kann bis hier. Also es steht in, ja, aber die sagen bis hierhin, ist es eigentlich, also gibt es unterschiedliche Überlieferungen, aber man muss wissen, in manchen Madhab ist es auch so, dass es unterschiedliche Überlieferungen gibt, ja. Ich habe ein Maliki Madhab Buch, das heißt Mudawana, Fikil Maliki. Das ist aber nicht dieses Mudawana, dieses klassische Mudawana, sondern ein etwas Neueres, wo er diese Meinung auch erwähnt, dass so ein bisschen, dass es gültig ist. Es gibt aber allerdings andere Gelehrte, die das auch so sehen. Das ist nicht nur Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal ist derjenige von den vier Madhahib, der dies als die bevorzugte Meinung sieht. Aber es gibt noch andere Gelehrte. Auch mit den Darbatan gibt es Ishaq. Ishaq ibn Rawahui gibt es. Dann gibt es Imam, ich glaube Imam Thori war auch derjenige. Oder warte kurz. Einschlag, nee, Al-Awza'i sagt auch Einschlag und so weiter, ja. Aber auf jeden Fall. Gehen wir mal darauf zurück. Behalt das bitte. Jetzt kommen wir zu der Erde. Der sagt also mit Erde. Minhu. Dieses Damir geht auf diesen Turab zurück. Das heißt, dass du damit über das Gesicht streichst. Und über die Hände. Hier gibt es nämlich zwei Meinungen. Die Schäfer-Iten und die Hanabila, die Hanbaliten, die sagen beide, dass diese Erde, dass das Staub sein muss. Und die Hanafiten und die Malikiten sagen, es muss irgendetwas von der Erde sein. Und jetzt guck mal, wie diese Gelehrten an die Sache rangehen. Die sagen, es kann sogar ein gewaschener Stein sein. Deswegen, wenn du eine Marokkaner, du bist Marokkaner, du hast bestimmt schon oft in marokkanischen Moscheen gesehen, dass dort Steine liegen. Und dann machen die Leute vor dem Gebet, machen die so und machen über Gesicht und Hände. Ja, weil die Malikiten sagen, du kannst es mit einem Stein machen, ohne dass Staub irgendwie zu den Stellen gebracht wird. Warum? Die bringen Beweise vom Koran. Die sagen, Allah sagt im Koran, Surah Al-Kahf, sagt er, wa inna ja'alna ma alayha, wa inna la ja'iluna ma alayha sa'idun jurusa. Wir werden das, was auf ihr ist, zu unfruchtbarer Erde machen. Sa'id jurus. Jurus ist unfruchtbar. Das heißt, wie Steine und so weiter. Und die sagen von der Logik her, Tayammum ist nicht wie Wasser. Das heißt, es ist eine unheimliche Maschaka, in eine Schwierigkeit, dass du Staub nimmst und diesen Staub bringst du an jeden Körperteil. Das ist eine Ersatzabwaschung. Die sagen also, ist das mit dem Stein geht, dass man streicht einfach hier drüber. Weil du kannst doch gar nicht diesen Staub nehmen und in jede einzelne Pore wie das Wasser, weil das ist eine andere Beschaffenheit. Und das ist eine logische Sache. Was sagen die Schäfer-Iten und die Hanabila dazu? Die sagen, nein, es muss Erde sein, wegen dem Koranvers, Minhu. Und in einem Hadith, in Sahih Muslim, sagt der Prophet, Ju'ilat lana al-ardu masjidan wa ju'ila turabuha. Und die Erde von der Erde, das heißt der Staub von der Erde, was wurde der gemacht? Tahuran. Der wurde für uns zur Reinheit gemacht. So. Und dann gibt es wieder einen anderen Hadith, mit dem die Hanafiten und die Malikiten argumentieren, die sagen, an einer Stelle wird gesagt, ja, dass wo Allah die Erde als Turab, den Planeten Erde als Turab bezeichnet, in einem Hadith. So, dann hat er gerade gefragt, was ist mit Sand? Die Schäfer-Iten sagen, nee, mit Sand gilt das nicht. Schäfer-Iten sagen, mit Sand gilt nicht. Das ist Torab, Staub mit gemeint. Erde mit gemeint, aber Sand nicht. Aber okay, wir kommen gleich dazu. Jetzt fragt natürlich jemand, ja okay,
Jetzt kommt natürlich dann direkt die nächste Frage. Was ist, wenn man kein Wasser hat und man hat keinen Staub? Was macht man jetzt? Ja? Und hier gibt es wieder eine Meinungsverschiedenheit, weil Allah sagt, لا يقبل الله. Der Prophet a.s. sagt, لا يقبل الله الصلاة بغيرته. Allah nimmt das Gebet nicht ohne Reinheit an. Und der hat uns beigebracht, als Reinheit was? Staub. Oder Wasser. Oder jetzt Malikiten, Hanafiten würden sagen, auch Steine und so weiter. Jetzt geht's aber weiter. Jetzt gibt es ein Hadith, wo Aisha radiallahu anha ihre Kette verloren hat. Und hat der Prophet Soldaten geschickt, diese Kette zu suchen. Und daraufhin kam das Gebet in der, und sie hatten kein Wasser gehabt in der Wüste. Und dann haben sie gebetet, so wie sie waren, und haben kein Wudu gemacht. Und auch kein, ohne Erde. Und danach kam der Vers herab mit Tayammum. Und sie haben gebetet, weil es kam die Zeit, sie mussten ja beten. Sie konnten ja jetzt nicht warten, es war nicht zu erwarten, sie hätten sonst das Gebet verpasst. So, da haben sie einfach in ihrer Lage gebetet, ohne Wasser und ohne Tayammum. So, was hat der Prophet a.s. gemacht? Er hat ihnen nicht befohlen, das Gebet zu wiederholen. Deswegen, wenn du weder Staub hast, noch Wasser hast, dann betest du so, wie du bist. Wenn du weder Staub hast, noch Wasser hast, betest du so, wie du bist. Das ist der spezielle Beweis dafür. Und dann verstehen wir den Hadith, der sagt, Allah nimmt kein Gebet an ohne Tuhur. Verstehen wir dann, wenn du die Möglichkeit hast, Tuhur zu machen. Aber wenn du keine Möglichkeit hast, was sagt Allah im Koran? Ittaqullah mastata'tum. Fürchtet Allah. So gut wie ihr könnt, wenn du keinen hast. Aber guck mal, hier ist eine gute Sache jetzt, wo wir mit dir in den Erleichterungen arbeiten. Wir wissen, wenn wir Wasser haben, müssen wir Wasser benutzen. So, jetzt kommt die Situation, wir haben kein Wasser, aber wir haben Staub. Was machen wir dann? Nehmen wir dann den Stein? Nein, wir nehmen den Staub. So wie die Schäferiten und die Hanbaliten sagen. So, jetzt kommt die Situation, wir haben keinen Staub, aber wir haben Steine. Dann machen wir mit Steinen. Weil, wenn es gelten sollte, dass es mit Stein nicht gilt, dann hätten wir sowieso beten können ohne alles. Und wenn wir das nicht haben und haben gar nichts, dann, jemand ist in der Zelle eingesperrt, das ist eine wichtige Sache. Jemand ist in der Zelle eingesperrt in Guantanamo. Da kann ich auf Toilette gehen. Beispielsweise, die haben den so gefesselt. Was macht er jetzt? Betet er nicht? Doch, der betet. Das ist eine wichtige Frage, ist das. Das ist eine wichtige Frage, weil er kann nicht anders. Und das zeigt das, wie Gott uns auf die Probe stellt. Dass wir immer versuchen, das Beste zu wählen. Dass wir immer versuchen, die Religion zu lernen. Durch diesen Tayammum-Vers haben wir jetzt was? Die Gnade von Gott bekommen, dass wir über diese Religion lernen können, uns bemühen, dass die Religion auf beste Art und Weise zu praktizieren, subhanallah. Weil Allah hätte auch bestimmen können, dass er dein Gebet akzeptiert, ohne dass du dich reinigst. Theoretisch. Ist das verstanden? Es heißt ja auch im Koran oder in der Sunna, dass Allah nichts von uns verlangt, was für uns unmöglich ist. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Im Koran, Sure 2, Vers 285. Allah bürdet keine, 286. Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Wir haben gesagt, Russel und Wudu. Russel und Wudu, in diesem Fall, ist was? Macht man Tayammum. Richtig? Russel und Wudu. Anstelle von Russel und Wudu macht man Tayammum. Was ist denn jetzt bei Izalatu Najasa? Mir ist hier Urin draufgekommen. Aber ich habe kein Wasser. Kann ich jetzt Tayammum machen? Das ist eine Riesenfrage. Hier sagen die Gelehrten nein, außer Ahmed ibn Hanbal, Thori und Auza'i. Thori und Auza'i sagen, du gehst in diesem Fall mit Staub darüber. Und Ahmed ibn Hanbal sagt, du kannst Tayammum machen. So.
Jetzt gehen wir zu den anderen. Was sagen die anderen? Die sagen, du musst so beten, wie du betest. Geht ja nicht anders. Weil da gilt ja praktisch wieder der Hadith, aber ich glaube, die sagen, du musst wiederholen. Aber da gilt ja praktisch der Hadith, den wir eben hatten, wo du keine Möglichkeit hattest, es wegzukriegen. Was willst du machen? Du musst so beten, wie du beten kannst. Ja, verstanden? Aber Ahmed Hanbal sowieso erlaubt das mit Tayammum in diesem Fall zu machen. So. Und Ausai und in diesem Fall können wir auch die Meinung von Ausai und Thori nehmen, die sagen, wir gehen mit Staub darüber. Weil dann haben wir alles zugebaut, sind auf Nummer sicher. Und das nimmt dir ja keinen Schaden weg. So, das haben wir dazu. Jetzt, nehmen wir mal an, du bist auf einer Reise. Du hast kein Wasser. Okay, jetzt kommen wir zu einigen Fragen. Was ist, wenn jemand kein Wasser hat, aber er hat Hoffnung an der Ende des, der Hoffnung, berechtigte Hoffnung, an der Ende des, an de, am Ende des, der Zeit, wo das Gebet aufhört, Wasser zu finden. Bevor das Gebet aufhört, noch Wasser zu finden. Was soll er machen? Soll er lieber warten oder soll er lieber gebeten? Weil er hat kein Wasser, er könnte jetzt Tayammum machen. Die Gelehrten sagen, es ist besser zu warten. Denn das Gebet an der ersten Stelle zu beten ist Mustahab. Aber Wasser zu benutzen ist normalerweise Wajib. Ja? Und deswegen, okay, er könnte jetzt Tayammum machen, aber deswegen ist es besser für ihn zu warten. Wenn er allerdings Zweifel hat und weiß nicht, ob er Wasser findet, dann ist es besser, direkt an erster Stelle zu beten, direkt am Anfang der Gebetszeit zu beten, weil dann hat er das, was er tut und wo er sicher ist, dass es eintreffen wird oder wo er theoretisch sicher sein kann. Man weiß natürlich nie, was passiert. Ja, Qadarullah wa ma sha'a fa'al, Allah bestimmt, dass er diese Sachen macht. Jetzt, wir haben jetzt Wasser, das reicht nur für eine Person. Wir haben verschiedene Personen. Und das Wasser reicht nur für eine Person. So, wer darf das Wasser benutzen? Der Besitzer des Wassers, der Tote. Wir haben einer, der ist tot. Dabei einer, Najasa. Und wer tot ist, der muss gewaschen werden, um dann beerdigt zu werden. Wir haben einen, der Najasa hat am Körper. Wir haben eine Frau, die die Tage hat. Ein Mann, der einen Samenerguss hatte, der also Junub ist, Hadathul, einen Zustand von der großen rituellen Unheil. Und einer, der nur kein Wudu hat. Wer soll das Wasser benutzen? Der Tote. Weil der Tote hat nicht die Möglichkeit, noch zu warten. So. Die anderen haben alle noch Zeit in ihrem Leben. Sehr gut. Aber nicht der Tote. Sondern als erstes der Besitzer des Wassers. Weil der Besitzer des Wassers, für den gilt nicht, der findet kein Wasser, weil dem gehört ja das Wasser. Aber danach der Tote. Und guck mal, das ist eine Sache von der Religion des Islams. Guck mal, der Tote, obwohl der ja keine Sünde macht, wenn er ins Grab gelegt wird, und du könntest auch mit dem Toten Tayammum machen. Der Tote, man kann dem Toten auch, man kann Staub nehmen über das Gesicht, über die Hände, beziehungsweise so, und da hat der Tayammum. Aber guck mal, der Islam, subhanallah, der gibt dem Toten das Recht vor den anderen, obwohl der gar keine Sünde gemacht hätte. Aber so wird der Tote im Islam behandelt, subhanallah. Dass der Tote noch so ein Recht hat. Das heißt, der Tote ist der Erste. Dann, wer danach, der Najasa hat, die Frau, die Tage hatte, oder der Mann, der Junub ist, der Samenerguss hatte, oder der Wudu machen muss. Hier in dem Fall der Najasa hat, am Körper hat. Warum? Weil der Najasa hat erstmal, da könnte eventuell auch noch jemand Wudu machen. Der könnte auch noch Wudu machen, weil Wudu brauchst nicht so viel Wasser wie für Dings. Zweite Sache ist, wir haben schon gesagt, dass die Gelehrten ja, außer Ahmed Hanbal, sagen die alle, dass Tayammum nicht für eine Entfernung von einer Unreinheit gilt. Jetzt, danach kommt die Frau, die die Tage hat, vor demjenigen, der Junub ist. Warum? Weil die Frau, die die Tage hat, die macht es dadurch auch erlaubt, dass ihr Ehemann mit ihr schlafen kann. Und dann kommt der Junub, weil er macht damit erlaubt auch, dass er Koran lesen kann. Und dann kommt der Muhdith, also der Hadathul Asrat, der kleine Unreinheit hat. Das sind die Worte von heute.
Gibt es sonst irgendwelche Fragen bei euch, Brüder? Das verletzte gerade was? Das war eine kleine Unheilheit. Der zum Beispiel Luft gelassen hat, beispielsweise. Also, und ich habe noch eine Frage, wenn man zum Beispiel Rüssel gemacht hat. Und man lässt Luft, ist doch Rüssel gebrochen, oder nicht? Nein, Rüssel nicht. Nur Udo. Also, das heißt, wenn ich mich geduscht habe und das Rüssel alles so gemacht hat und ich lasse dann Luft, kann ich trotzdem beten? Nein, da musst du Udo neu machen. Ach so, Udo nochmal. Ja, aber nicht Rüssel. Okay, Geschwister, dann verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich bei euch. Macht Dua für mich. Möge Allah unsere Worte und unsere Taten und unser Lernen für ihn alleine machen und sich Ikhlas in dieser Sache geben und uns unsere Sünden verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu leuchtenden Beispielen für den Islam machen und uns Nutzen geben von dem, was wir gelernt haben. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.